Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Folge The Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start. Heute hier Quattro Colinas auf dem Plan. Und da hören wir auch schon das erste Tier, nämlich ein Reh, was da vorne anscheinend auf dem Feld unterwegs ist. Heute wollen wir uns aber passend zu der spanischen Map hier eine Waffe auch mal angucken, beziehungsweise mal wieder spielen, die wir ewig nicht gespielt haben, die aber hier tatsächlich, glaube ich, im spannenden DLC dabei ist, zu Quattro Colina. Nämlich die Martinson, 6,5 mm Klasse 4 bis 8. Dementsprechend hat auch noch die Ranger dabei und die Cacciatore. Damit wir auch die Klassen 1 bis 4 noch abdecken. Oder 1 bis 3 besser gesagt. Denn ab Klasse 4 gilt ja, die hier zu schießen. Und Klasse 9 brauchen wir hier nicht. Also sind wir hier auf jeden Fall auf alles vorbereitet. So wie auf das Reh da vorne zum Beispiel, das da schon auf uns wartet. Aber versuchen natürlich hier heute hier auch die Martinson zum Einsatz zu bekommen. Und fürs Reh leider nicht, denn da ist es dann nicht zugelassen. Aber vielleicht finden wir hier auch Wildschweine, Muffelwild oder aber natürlich dann die Steinböcke respektive den Rothirsch, wo wir dann auf jeden Fall damit arbeiten und auch schießen können. Jetzt aber erstmal gucken, wo wir das Reh hier haben, denn ich weiß nicht, ob es hier... Ah, guck mal da vorne. Da ruft irgendwo eins. Vielleicht sehen wir es dann auch. Müsste irgendwo da am Feldrand stehen. Ich markiere mal kurz hier die Position und versuche hier ein bisschen besseren Blick zu bekommen. Denn von hier aus sehe ich jetzt gerade nicht so gut und so viel. Aber da müssten wir doch gleich eigentlich was ausmachen können. Wenn nicht, müssten wir doch mal den Caller arbeiten lassen. Aber ja, doch, da vorne. Da ist es zu sehen, da läuft es aber. Ich weiß nicht, wohin es läuft, um ehrlich zu sein. Deshalb würde ich sagen, schießen wir es einfach mal. Und der Schuss hat gepasst. Da ein Feldhase, der soll uns aber heute egal sein. Mit dem Reh hier starten wir also hinein in die heutige Jagd. Das ist auch gut umgefallen, aber ich sehe auch nichts weiteres hier auf dem Feld. Also auch keine Rehe oder auch besser Wildschweine. Das wäre mir natürlich am liebsten, dass wir die sehen könnten, aber macht natürlich nichts, denn da vorne ist schon das nächste Feld am Hügel, nicht allzu weit entfernt, hier sehen wir den Schuss sogar ins Herz getroffen, hier Doppellunge und Herztreffer, das ist natürlich ein richtig guter Schuss, da reicht auch die 243 dann aus, um beim Reh das Herz zu erwischen, anders als die Solo-Kin, ich weiß doch, ich habe mein erstes Diarrhee, da habe ich verballert mit der Solo-Kin, weil wir eben nicht durchgekommen sind, passiert, aber ich weiß gar nicht, warum ich die häufig so häufig früher gespielt habe. Ich habe die früher echt häufig gespielt, Solo-Kin. Ne? Mittlerweile echt gar nicht mehr. Gut, damals musste man sagen, war die Ranger auch noch nicht so stark. Aber dadurch, dass es halt nur eine Munitionsart dafür gibt, bisschen wild die Waffe und auch ein bisschen zu schwach. Da vorne, da ziehen aber die, die wir haben wollen, nämlich die Wildschweine. Die sind allerdings auch schon nervös. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier noch gecallt bekommen, dass sie in unsere Richtung laufen. Das eine war, glaube ich, nicht nervös. Such's einfach mal, gucke, wie die reagieren. Ob wir sie in unsere Richtung hier gedreht bekommen, dass wir da mit der Waffe gleich sauber schießen können. Okay, wir sind da Fraßgebiet. Das ist natürlich auch okay. Da hinten ist auch noch ein Reh, was da läuft, auch schon nervös. Also haben vielleicht meinen Schuss gehört. Aber wenn die jetzt sich da fressenderweise aufhalten, dann soll es mir eigentlich egal sein. Können wir das hier mitnehmen? Hallo, Caller, können wir dich bitte zerlegen? Hallo! Also manchmal ist dieser Caller hier echt wild, ne? Manchmal funktioniert das nicht richtig. Ich kann den nicht zerlegen. Es geht nicht. Ah, hier. Hammert. So, jetzt aber. Dann müssen wir nur noch einen guten Winkel kriegen. Aber eigentlich, ja, wenn wir ein bisschen weiter rumlaufen noch rechts, da war irgendwo ein Kai dabei, ne? Okay, er. Ja, perfekt. Er fällt schon einfach so um. Der denkt sich auch, bevor ich abgeknallt werde, fallet hier bei freiwillig. Kann man natürlich auch machen. Aber wir konzentrieren uns dann mal hier auf den Dreier, der da noch steht. Er steht aber auch wieder auf, sehr gut. Ja, wir versuchen den mal zu bekommen. 200 Meter Distanz. Wenn wir ein bisschen weiter rumlaufen, vielleicht gute Schussgelegenheit. Von hier sieht es doch schon mal ganz gut aus, auf jeden Fall. Vielleicht können wir sogar die beiden schießen, oder? Versuchen werde ich es auf jeden Fall. Dass wir die da beide erwischen. Puls sieht gut aus. Also den spotten, den schießen. Bisschen in die Schulter reingekommen. Noch ein Treffer.
Jetzt liegt er, das Räder, das werden wir nicht kriegen, das ist zu schnell. Ist die Frage, was mit dem Erste passiert ist? Ist er das da oder was ist das da? Ist das ein Stein? Ne, ich glaube, ist das nicht ein Wildschwein, ne? Und der da liegt auch. Also, ich glaube, wir haben beide Keiler tatsächlich hier gut getroffen. Ich bin mir nicht sicher, was wir beim ersten Schuss bei dem zweiten getroffen haben, weil der sich halt zu mir gedreht hat. Ja, da sehen wir es. Tatsächlich am Feldrand ist der andere verändert, auch nur wenige Meter. Also wirklich eine gute Wirkung der Waffe. Ich glaube, es ist auch so eine Waffe, die man einfach auch vielleicht zu selten spielt, denn die Wirkung scheint nicht schlecht zu sein. Und auch beim anderen haben wir da noch einen guten Treffer gesetzt. Ich glaube sogar schon mit dem ersten Schuss, wenn ich es hier richtig sehe, oder? Ich weiß gar nicht, ob wir den zweiten noch getroffen haben. Aber wir gucken uns erstmal den hier an. Denn der ist nach wenigen Metern verendet. Hier sehen wir es. 162 Meter, Doppellunge. Also auch richtig gute Power dahinter. Hat ein 40er Durchschlag, die Waffe. Also auch wirklich gar nicht so verkehrt. Und den haben wir da auf jeden Fall gerade auch sehen können. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier getroffen haben. Denn doch, der hat auf jeden Fall das zweite Mal getroffen. Der hat ja beim zweiten Mal auch gezeichnet, richtig? Wenn ich mich recht erinnere, dann haben wir da auf jeden Fall auch eine Reaktion gesehen nach dem Schuss. Aber der erste war, glaube ich, schon dann in der Schulter drin. Ja, tatsächlich, hat sich weggedreht. Schulterblatt und dann in die Lunge rein. Genau so habe ich es gesehen. Zweiter war dann sogar ein bisschen vorgehalten. Vorne noch die Schnauze fast weggeschossen. Also der erste Schuss war eigentlich der, der hier gezählt hat, mit 95% auch deutlich zu erkennen, dass das hier der bessere Schuss war von den beiden. Aber sehr, sehr gute Wirkung auf beide Schweine. Lautes Wolfsgold ist zu hören. Weiß aber nicht, wo die sind. Können wir versuchen, die anzulocken. Ob die darauf reagieren. Ich habe halt keinen Indikator, aber Wölfe sind hier irgendwo anscheinend in der Region. Und so laut wie es ist, können die auch nicht allzu weit sein. Aber in viele Richtungen können wir weit gucken. Insofern ja, gehe ich fast davon aus, dass die hier hinter dem Hügel sind. Oder aber da hinten in dem Feld vielleicht. Ich weiß, dass die irgendwo, glaube ich, auch da hinten. Da müssten die eigentlich ein Gebiet haben irgendwo, oder? Auf die Karte gucken. Da war zumindest mal eins. Na gut, haben wir wahrscheinlich irgendwann mal verballert. Das Mufflon-Gebiet. Oh, da können wir gleich noch gucken. Ob wir da Muffelwild finden. Denn das ist da vorne. Und wir haben da auch die passende Uhrzeit. Die Frage, wobei, ist vielleicht knapp gewesen mit dem Schuss gerade, ne? Nachdem, wo wir da geschossen haben, vielleicht sind die schon geflohen. Ja, wir sehen dann auf jeden Fall eins wegrennen. Die Frage ist nur, warum rennt es? Denn von mir kann das nicht rennen. Aber es zieht auf jeden Fall aus dem Gebiet da weg. Vielleicht auch die Wölfe da in der Nähe. Vielleicht haben die da irgendwo ihr Unwesen getrieben. Aber die sehe ich nicht. Ich sehe nur das Mufflon da wegrennen. Aber war auch anscheinend ein Einzeltier. Konnte ich aber nicht mehr spotten, leider, weil es irgendwie zu weit weg war. Irgendwas höre ich da hinten laufen. Na, tatsächlich Mufflon auf der Flucht. Ich wollte gar nicht pfeifen, wollen wir eigentlich hinhocken. Wenn wir Glück haben, kriegen wir sie vielleicht noch irgendwo hier im Anblick an der Kante unten. Jetzt muss ich aber eben hier schnell hinkommen. Tatsächlich stehen die da einfach dann vor mir. Also so schnell musste man da gar nicht sein. Da haben wir nämlich eins erwischt. Aber hier war auch irgendwo ein männliches, ne? Ja, da drin auch nicht so schnell weg. Können wir auch noch mitnehmen. Hat auch einen guten Schuss, aber wo ist das männliche Mufflon hin? Hat sich hier nirgends mehr laufen. Dann hat sich tatsächlich gedacht, ich verstecke mich richtig gut, wa? Ja, keine Ahnung, wo das hergelaufen ist. Aber die anderen hier haben sich hier noch gestanden. War aber ein bisschen verwirrend, ne? Weil der Indikator kam, dass sie auf der Flucht sind. Deshalb dachte ich, jo, da müssen wir auch mal schnell mal angreifen. Aber jetzt sehen wir auch nochmal den Durchschlag. 40er Durchschlag aus 20 Meter. Der regelt natürlich richtig bis in den Darm hinten komplett rein. Und da unten hat haben auch ganz gut getroffen. Hier sehen wir den Anschuss. Auch der müsste eigentlich einen Lungentreffer hervorbringen. Haben wir irgendwie Trinkzeit gerade? Nee, ne, oder? Frühmorgens. Rauer Rothirsche vielleicht, ne? 6 bis 10. Aber ist doch nicht 6 Uhr, glaube ich. Oder kurz davor. Und an dem sie hier, weiß ich eh nicht, ob da Rothirsche sind. Aber hier sehr guter Schuss. Auch der trotz Winkel, Leber, Doppellunge. Also auch hier wieder Durchschlag 1A. Hier ist auch noch die Pferde von dem männlichen Mufflon, der mir entkommen ist. Hier sehen wir es sehr frisch auch tatsächlich. Also irgendwo in den Wäldern oder hinter dem Hügel da hinten. Schwer aber jetzt hier natürlich dann anzupirschen und herzugehen. Wind steht aber ganz gut. Aber trotzdem, wenn der schon nervös ist,
dann werden wir da auch nicht viele Optionen bekommen, den hier noch irgendwo in den Baumstämmen zu finden. Hier haben wir noch ein Ruhrgebiet. Das können wir uns einmal kurz angucken. Aber wird nicht mehr von Relevanz für mich sein. Denn dafür haben wir auch gerade hier zu nah geschossen. Es ist aber auch ein Reh, was hier in den Morgen schon am Ruhen ist. Das hat eh Zeit vorbei. Das Muffeln ist irgendwo hier in dem Lavendelfeld untergetaucht. Hat sich hier reinbewegt. Also wir sehen zumindest einen Fasane sitzen. Aber auch welche irgendwo nah dran. Wo sind die denn? Wo sind die, ist die Frage. Ich habe jetzt keinen Indikator gerade bekommen. Und das ist schon für Fasane meist nicht so gut, weil die dann häufig nicht zu finden sind. Aber da fliegt er. Ich habe keine Muni drin. Ich habe keine Muni drin. Nein. Nein. Ja, gut. Das war's dann mit dem Fasan zumindest. Wo ist der runtergegangen? Da hinten wahrscheinlich irgendwo auf der Wiese. Ich sehe ihn aber nicht. Ja, da haben wir doch die Chance gehabt. Da war es wieder nur Klick. Ist mir lange nicht passiert. Ja? Ich möchte mal kurz anmerken. Ist schon länger nicht mehr vorgekommen. Aber ich habe mal davon mehr Fasanen. Da holen wir uns halt die. Aber haben wir da nicht gerade einen dabei gehabt? Bis 21 Scoring? Warum sehe ich denn nur zwei 16er? Oder ist das doch eine ganz andere Gruppe da? Ah, da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Deswegen bin ich ein 21er dabei. 18 bis 21. Die sind irgendwo, ich weiß gar nicht, wo die ja. Ich glaube bei 21 oder so, oder? 20? 21? Irgendwo auf jeden Fall in dem Rahmen. Deshalb würde ich den da vorne auf jeden Fall gerne schießen. Ich versuche da mal hinzukommen. Und die letzten Meter noch mich ranzupirschen. Wir bleiben einfach auf dem drauf. Dann sehen wir mal, wie der sich verhält hier, während wir uns da hinpirschen. Aber offenes Feld, der ist schon aufmerksam jetzt, ne? Aber macht eigentlich nicht allzu viel. Ich würde sagen, ich versuche einfach ranzukommen und den zu schießen. Der muss da eh wieder hochfliegen, bis der hochfliegt. Bis dahin bin ich dann auch da, sage ich. Dann ist da hier bei der Fasanjagd immer das größte Problem, die erstmal überhaupt in die Luft zu bekommen, ne? Wir sehen es hier, wie die reagieren. Nämlich gefühlt erstmal überhaupt nicht. Und du kannst hier hinter denen herlatschen, wie du willst. Müssen dir diesen Grauen schießen, ne? Der ist es hier. Komm. Komm. Kusch dich. Junge, was ist denn? Okay. Jetzt klappt's dann auch mal. Und wir können den Fasane schießen. Den noch schießen. Nein. Oh, haben wir auch noch getroffen. Sehr gut. Also, ein paar Fasane erwischt. Und da ist sogar noch die andere Fasanengruppe, die da auf Boden liegt anscheinend. Dann würde ich sagen, können wir hier uns auch mal kurz Besuch abstatten. Oder ganz hinten fliegt aber einer. Ja, aber die sind noch hier, ne? Zumindest da geht gerade einer hoch. Auch den haben wir noch erwischt. Und damit den nächsten Fasan. Aber wir gehen erstmal zurück zu unserem Fasan, den wir eigentlich schießen wollten. Das ist nämlich der hier. Bis 21er Scoring war der. Ist Gold mit 18,66. Ab 20,29 schon die, ja, siehst du. Also gut, dass wir den geschossen haben. War eh nur ein Zweier, aber trotzdem auf jeden Fall Versuch wert. Vielleicht der Lucky Punch. Denn ich glaube, wir haben auch für die Lodge noch keinen Dia-Fasan, oder? Also ich habe schon Dia-Fasane geschossen. Aber ich weiß nicht, ob wir schon in der Lodge stehen haben. Von den Samstagsfolgen. Hier aber zunächst auch mal dann ein weiblicher, der hier noch ist. Nämlich er hier. Einfach Fasane. Eagle has landed. Da vorne ist noch einer. Den holen wir uns noch. Und warte mal, hier auch. Ah, guck mal, hier auch noch. Perfekt, hier liegen noch zwei tatsächlich. Einmal der hier und das hier ist vielleicht sogar der andere männliche. Ja, sieht gut aus. Den haben wir auch noch. Hier mit einer Silberwertung. Und dann haben wir da hinten noch die anderen beiden. Die sind wahrscheinlich mit denen zusammengelandet. Und dann sind die einen da verendet. Und die hier sind noch wieder zu mir zurückgeflogen. Also gute Fasanjagd hier auf dem Feld. Noch zwei weibliche, die wir mitholen können. Aber jetzt müsste auch eigentlich in der Trinkzeit der Rothirsche sein. Deshalb würde ich eigentlich nochmal die Martensen gerne auf Rothirsch schießen. Ich werde also jetzt hier zu einem Gewässer gehen und dann mir Rothirsche suchen. Das gestaltet sich ja hier auf Quattro zum Glück nicht allzu schwierig.
Da haben wir immer gute Optionen, Rothirsche schnell ausfindig zu machen. So wie den da vorne, der gerade eigentlich auch schön breit stand. Jetzt haben wir den so ein bisschen spitzer stehen. Aber aussuchen können wir uns auch nicht. So versuchen wir den zu erwischen. Ich versuche ein paar Meter näher ranzukommen, dass wir den nicht auf 200 schießen müssen. Aber 150 werden wir dann schon auf jeden Fall machen. Mal gucken, ob wir da tatsächlich dann reinkommen. Vorne in die Brust, ins Herz vielleicht. Denn wie gesagt, 40er Durchschlag haben wir. Wir haben gerade gesehen, was der bei den Wildschweinen wirkt. Beim Rothirsch ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Stufe 6. Auf jeden Fall etwas höher und damit auch das Tier größer. Aber er steht eigentlich ganz gut für einen Herzschussversuch und der passt. Der passt, der Schuss. Der geht einfach glatt durch ins Herz. Der Rothirsch fällt direkt um. Und da sehen wir auch wieder hier, was der 40er Durchschlag bedeutet. Schauen wir uns nochmal hier in der Übersicht an, das Ganze. Aber gut, da bleibt nicht mehr viel als das hier zu sehen. Sogar doppelter Lungentreffer noch dabei aus dem Winkel. Also Doppellunge, Herztreffer. Besser kannst du das nicht schießen. Und die Wirkung, ja, perfekt. Also ich glaube echt eine Waffe, die man eigentlich viel häufiger spielen sollte. Aber gerade mit dem Powerpack jetzt, mit der 7mm, nehmen halt viele die Klasse 9 auch mit. So geht es mir ja persönlich auch. Aber trotzdem hat es, glaube ich, absolute Top-Waffe, die wir da an der Hand haben. Und damit richtig gut zu jagen. Das soll es gewesen sein von der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.